Und jetzt zu den Börsennews mit Martin Joch. Hallo Anke, schön dich zu sehen. Du siehst heute wirklich zum Vernaschen aus. Bei dir könnte ich glatt schwach werden. Noch schwächer? Zur Börse bitte. Ja, so kenne ich dich. Tough und liebenswert. Aber du wirst neidisch werden, wenn ich dir von meiner heutigen Verabredung erzähle. Wenn ich heute Abend nach Hause komme in meine Loft, in mein 8-Zimmer-Penthouse-Apartment, da wartet eine klasse Frau auf mich, eine tolle Frau. Achtung, eine Durchsage. Herr Martin Joch, Ihre Mutter bittet Sie, auf dem Heimweg ein Pfund Hackfleisch mitzubringen. Ja, es gibt Eintopf. Und damit zurück zu dir. Danke, Martin, und guten Appetit. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke, Anke. Was es Neues auf dem Gebiet der kalorienarmen Ernährung gibt, das erzählt uns jetzt der Vordenker, Frührentner und Visionär Herbert Görgens. Ich befinde mich hier in der Küche von Herrn Herbert Görgens. Von mir aus hier, an die Geräte zu Hause und an meinen Nachbarn Heinz natürlich auch. Und an die Katrin von Sparmarkt, weil die Ilse hat nämlich heute frei. Die ist eine Arztin, die hat nämlich was an den Beinen. Herr Görgens hat eine außergewöhnliche Erfindung gemacht, die vor allen Dingen Frauenherzen höher schlagen lassen wird. Ah, das hab ich wohl. Herr Görgens hat nämlich eine neue Art der kalorienarmen Ernährung entwickelt, nicht wahr? Auf keinen Fall lassen, junger Mann! Gut, Herr Görgens, dann zeigen Sie doch mal, was Sie entwickelt haben. Ja, was ich holen soll ich? Ja, nun bitte. Also, hier ist die neue Art! Was? Aber das ist doch irgendwie hier Schweinebraten, das ist doch nur wirklich keine kalorienarme Ernährung. Im Gegenteil, das ist doch sehr kalorienreich. Ach so. Da war doch wohl nix, oder? Pass auf! Das ist mein Kalorienarm! Hier ist er! Ich kann aber auch unter normalen Cola eine Cola Light machen! Pass mal auf! Hier! Cola Light! Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenshow. Die prekäre Lage am Arbeitsmarkt macht vor keiner Berufsgruppe Halt. So haben es besonders ehemalige Meteorologen nach einer Entlassung schwer, einen anderen Beruf zu finden. Denn wer jahrelang vage Vermutungen, falsche Versprechungen und Lügen erzählt hat, der kann höchstens noch in die Politik gehen. Ganz und gar verlässlich dagegen ist unser Wetter für Verkaterte. Nicht so laut, ja? Nicht so laut. Puh. Nach einer stürmischen Nacht erwartet uns ein trüber Start in den Tag. Boah. In den viel zu frühen Morgenstunden ist überall mit Nebel zu rechnen, der sich auch nach 3 Aspirin nur zögernd auflöst. Ah. Danach kommt die Sonne durch. Ach du Scheiße! Durch die anhaltende Trockenheit, bitte nicht so laut. Durch die anhaltende Trockenheit besteht in einigen Regionen erhöhte Brandgefahr. Boah. Im Süden geht die Sonne. Oh, nee. Im Süden geht die Sonne viel früher unter als sonst. Außerdem ist im weiteren Verlauf mit wechselnden. Oh, in Böen auch. Es ist also mit sehr starken Winden zu rechnen. Der Einfluss dieser Hochdruckgebiete, der. Boah.
dieser Hund bleibt in dieser Region. Boah. Der bleibt ungebrochen. Im Norden kommt es zu schweren Gewittern mit anhaltenden Schauern. Es wird abwechselnd kalt und heiß. Erst gegen Abend ist mit Auflockerung zu rechnen. Dass wir erneut mit einem sternhagelklaren Nacht zu rechnen haben. Die relative Feuchtfröhlichkeit liegt bei, 38%. Die weiteren Aussichten. Wenig Erinnerung. Es bleibt unbeständig.